Guten Morgen. Die Nacht auf dem Campingplatz war super. Hinter uns ist eine Straße. Die ist jetzt stark befahrbar, aber nachts hat man nichts davon gehört. Mein Morgen hat mit einem Kaffee angefangen, aber auch mit Basteln. Wir haben gestern keinen Kanister bekommen. Zumindest wir hatten einen Kanister gefunden. Er hat uns jetzt nicht gleich direkt sofort angesprochen. Fanden auch die Auswahl, wie gesagt, nur ein Kanister. Also ist die Auswahl sehr mager gewesen und für den Preis, ohne die Auswahl zu kennen, war halt, ja, war nicht so unsers. Wir haben aus dem alten Kanisterdeckel, habe ich jetzt einfach auf so eine 5-Liter-Flasche befestigt. Ein bisschen müsste ich was umbauen, aber es funktioniert. Wasser läuft aus, wenn es auslaufen soll. Und Wasser läuft nicht aus, wenn es nicht auslaufen soll. Genau, wir frühstücken schon. Oder anders gesagt, wir bereiten gerade was zu essen vor. Und dann fahren wir auch zum nächsten Spot. Wir wollen diese Nacht auf jeden Fall im Freien stehen. Vielleicht finden wir noch irgendwo so einen Wäscheservice oder so, wo wir unsere ganzen Sachen waschen können. Und dann, ja, dann sind wir bereit für einen neuen Spot. Also sei gespannt. Wir erhoffen da vieles. Die Ante. Wir müssen die Sachen waschen, damit wir die nächsten Tage auch wieder mit frischen Sachen unterwegs sind. Und wir haben mitten an der Ostsee so, ja, mitten auf einem Wohngelände, hier hinter uns sind Häuser. Hier befinden sich zwei so eine, also eine Waschmaschine und ein Trockner. An der Seite hier kann man Waschmittel kaufen. Ja, wir machen die jetzt voll und dann müssen wir 35 Minuten hier ein bisschen rumlaufen. Aber hinter uns ist die Ostsee, ein paar hundert Meter weiter entfernt, und dann können wir da ein bisschen spazieren gehen in der Zeit, wenn wir es schaffen. Dreh dich los, wasch uns die Klamotten. Hopp. Na dann, komm, wir gehen spazieren. Solange die Wäsche wäscht, wollten wir in eine kleine Runde spazieren gehen, hier in dem wunderschönen Wald. Wir hoffen, dass wir, wenn wir hier geradeaus weiterlaufen, dass wir direkt an die Ostsee stoßen. Doch, guck mal, da vorne sehen wir doch schon. Ich bin gespannt, weil hier sollten eigentlich Klippen sein. Ich will gerne halt ein paar Fotos davon machen, zumindest gucken, ob man ein paar coole Fotos machen könnte. Ich habe da so ein paar Ideen. Und ja, deswegen sind wir auch hier hochgefahren. Wir wollten hier ein bisschen Sonne, ein bisschen Spaß haben. Eventuell vielleicht ein paar Mal ins Meer reinspringen. Aber da das Wetter uns einen Strich durch die Rechnung gezogen hat und heute maximal 22 Grad ist, aber super, super windig, und das ist ein richtig kalter Wind, ihr seht ja, wir haben wieder Jacken an, wollten wir auch ein paar Fotos machen mit dem Klippen. Naja, ist halt so. Ich denke mal, er wird mich gar nicht hören, weil es so windig ist, aber sieht gar nicht so krass aus, ist aber eine Klippe. Schaut euch das an. Jetzt sind wir nun 100 Kilometer weiter entfernt. Hier ist es auch wieder warm. Wie ihr seht, ich kann wieder mit T-Shirt rumlaufen. Die Sonne ballert 26 Grad. Wir sind jetzt an diesem schönen Spot hier. Hier werden wir natürlich nicht schlafen. Hier vorne ist ein Aussichtsturm und da wollten wir jetzt erstmal einmal rauf. Aber ich musste euch das zeigen. Schaut mal, wie klar einfach das Wasser ist. Und das geht richtig tief. Und du siehst immer noch so den Boden. Also ich vermute, das war früher so ein Steg oder so. Hier sollen Edelkrebse leben. Und schaut euch mal das an. Ich sehe da einen Krebs. Zwar ist er tot, aber ich sehe ihn. Der Park außenrum von dem ganzen See ist auch richtig schön. Schöne Wege. Und was richtig cool ist, die haben die Wurzeln und die Steine, die sozusagen auch sehr rausgucken, damit du nicht stolperst, haben sie einfach rot angestrichen. Und da gab es einen Stein, der nicht rot angestrichen war, und darüber bin ich gestolpert. Tja, weil ich mich nur noch auf die roten Steine konzentriert habe. Ach, das Wasser lädt sowas von ein, dass man ins Wasser springt. Aber mal gucken, nachher sind wir ja an unserem Spot und ist auch am Wasser. Mal gucken, ob ich da vielleicht noch reinspringen kann.
Muss ich mir nicht antun. Sie haben Ihre Ebene erreicht. Bitte einmal aussteigen. Oh, krass, hier darf man aber nicht Höhenangst haben. So wie ich. Oh, es geht ja noch höher. Kommen Sie. Oh, ja, dann komm mal hier rüber. Hier sieht es gruselig aus. Es geht einfach mal ganz viele Meter nach unten. Komm her. Natürlich macht das Ding Geräusch. Okay, jetzt knallt meine Höhenangst auch. Puh. Komm jetzt her. Komm her. Lauf, komm her. An unserem neuen Spot angekommen. Die Klamotten haben wir zum Trocknen aufgehangen, denn wir haben beim Trocknen nur auf 20 Minuten gestellt. Einfach nur, wir wollten keine Zeit verlieren und wollten demnächst los. Deswegen lüften wir jetzt die Klamotten nochmal schön aus hier. Die waren ja schon fast trocken, aber wir trocknen nach. Ansonsten haben wir noch einen Tarp aufgebaut, einfach nur aus dem Grund, weil wir ein bisschen Regen erwarten. Drückt uns also die Daumen oder macht die Daumen nach oben, damit kein Regen kommt. Auf jeden Fall ist das unser See heute. Wir haben hier im Hintergrund auch tiefsten Wald. Wenn ihr, ja, ich filme mal gleich andersrum mit der Kamera, da kann man einfach nichts sehen. Also ich bin jetzt ein paar Meter reingelaufen und dann war das so stockduster da drin. Da hat man ein bisschen Schiss bekommen. So, da sehen wir unser Lager, sozusagen hier ein Tarp. Ich finde, der Tarpaufbau sieht ganz gut aus, der schützt uns auf jeden Fall. Ansonsten unser Tisch und die Stühle. Oh, jetzt kommt die Sonne raus, aber ich will jetzt nicht so gerne hier reingehen, auch wenn die ein oder anderen schreiben ja, dass ja, der See eigentlich zum Baden einlädt. Ich muss ehrlich sagen, nee, ich finde ihn schon dreckig, dafür, dass es ein kleiner Strand ist. Ja, und der Strand ist auch alles voller Müll. Hier im Wald ist auch alles voller Müll. Hier liegt noch mehr Müll. Das ist ja egal, das kenne ja schon, das langsam. Aber ich weiß nicht. Sieht schon ein bisschen dreckig aus. Das Wasser an sich sieht sauber aus, ist schon klar, aber nee. Vielleicht da hinten haben wir noch Steg. Vielleicht spaziere ich mal darüber und gucken, ob ich da reinspringe irgendwo. Oder da hinten. Aber hier auf jeden Fall nicht. Wir haben eine kleine Lagerfeuerstelle. Lagerfeuer. Aber wir werden es nicht nutzen. Brauchen wir nicht und so werden wir chillen und nachher werden wir den Tarp abmachen und unser Dachzelt aufbauen. Wir hoffen, dass wir ja keinen Regen abkriegen. Schauen wir mal uns hier die Tiefe des Waldes mal an. Erstmal ist hier schon komplett still und schaut euch da mal, wie duster das ist. Ich will auch gar nicht mehr weiter reingehen, gar keinen Bock. Aber es ist einfach duster, geht auch nach oben. Aber man sieht aber nichts. Der ganze Wald ist voller Müll. Und Ameisen. Ich habe da hinten noch eine Lichtung gesehen, die würde ich gerne auch einmal angucken. Ne, ich gehe mal hier raus. Hier ist alles voller Mücken. Dazu habe ich leider kein Langarm-Shirt an. Oder wenigstens eine Jacke drüber. Aber ja, sieht ganz cool aus. Und alles voller Spinnnetze. Genau das, was ich ja richtig eklig finde. Zum Glück habe ich die Kamera ein bisschen vorne. Kann ich die einigen Spinnnetze erstmal abmachen, habe ich ein wenig im Gesicht. Gut, ich habe Hunger. Wir machen uns erstmal was zu essen. Wir liegen jetzt auch schon im Zelt. Es ist noch hell draußen, aber es hat angefangen zu regnen. Vielleicht hört ihr das. Ja, bei Regen können wir jetzt draußen nicht so wirklich sitzen. Außerdem war es ein bisschen kühl. Und jetzt haben wir uns schön unter die Decke gekuschelt. Wir suchten jetzt ein bisschen Handy, gucken auf die einsame Insel vor uns und dann ja, gehen wir auch schon schlafen. Morgen ist ja auch noch ein Tag, oder? Mhm.
Wie findet ihr unsere romantische Stimmung?